lebendigen Energien spüren. Diese Trümmer. Ich spüre sie. Dabei dreht sich mir der Mann. Sie haben mich gefunden! Oh, ihr seid nicht der Feind! Kommt, kommt, wir müssen reden! Ich habe versucht herauszufinden, wie man die arkanen Verteidigungsmatrizen des Gefängnisses wiederherstellt. Sie hätten mich, oder vielmehr meine Seele, erkennen und mir erlauben. Ihr habt die arkane Matrix dieses Wächtersteins wiederhergestellt. Die gute Nachricht ist, dass ich den Stein nun aktivieren kann, um den Beschwörungszauber zu überarbeiten. Die schlechte ist, dass wir ihn erst zurücksetzen müssen. Ich werde den Wächterstein für die Aktivierung vorbereiten. Macht etwas Brandsalbe bereit, falls ihr welche habt. Und berührt den Stein, um den Ausbrenner zu beschwören. Ich bin draußen vor dem Tor, falls ihr nicht kommt. Gebt euer Bestes. Jetzt auf euch einstimmen, damit es euch erkennt. Versucht nicht zu schnell zu sterben! Kreatur. Hat sie sich hiervon genährt?
Nein, das war nicht nur ein Happen für Dad. Was ist das für eine Kraft, Martus? Ich möchte mich zusammenrollen und sterben. Der Kult hat sich hier eingenistet, was zu erwarten war. Diese Diagramme, sie zeigen nichts, was wir schon gesehen haben. Gefäß. Doch dieses hier zieht Energie an. Die Gelder haben diese verderbte Energie nicht mitgebracht. Sie ziehen sie aus dem Schreckenskeller selbst. Was kann hier nur geschehen sein, was für solch widerliche Energien sorgte? Stellt am besten keine Fragen, deren Antworten ihr nicht hören wollt. Wir sollten sie zerstören, falls wir mehr davon finden. Da habe ich keinerlei Einwände. Ich spüre noch mehr in diesen Seitengängen. Wir teilen uns fürs Erste auf. Wir haben diese Ernte verhindert, doch ich spüre vor uns eine noch viel größere Konzentration dieser Macht. Versorg diesen blauen Stein wieder mit Energie. Dann können wir weitermachen. Mit dem Wächterstein des Totengräbers scheint alles in Ordnung zu sein. Ich kann ihn für euch präparieren, damit ihr ihn aktivieren könnt, wann immer ihr bereit seid. Ich gehe euch aus dem Weg, sobald alles vorbereitet ist. Es wäre mir wirklich lieber, nicht in der Nähe zu sein, wenn dieses Ding auftaucht. Insbesondere nicht in meinem aktuellen Zustand. Dieses Monster verdient kein Mitleid. Brecht ihm sämtliche Knochen im Leib. Wie ihr dieses Monster zu Boden geschickt habt. Nun kann ich dafür sorgen, dass es euch erkennt. Das, Martus? Ich dachte, ihr hättet genug Schreie gehört. Ein Kampfmagier? Martus, ihr kennt ihn? Worin ihr auch hineingeraten seid, Cyronin, es endet hier. Ich kümmere mich um den Astronauten. Tötet diesen Magier. Ich sehe immer noch Hoffnung in euch. Ich werde sie zu einem Wein der Verzweiflung kentern. Er kanalisiert kurze Impulse. Auf dem krassen Geröll komme ich allein zurecht.
dieses sinnlose Leid in etwas Größeres verwandelt habe? Es bereitet mir Genugtuung, dass ihr eure Seele dem Reich des Vergessens verschrieben habt. Kriecht! Er war verantwortlich für diesen albtraumhaften Ort. Ihr wart verantwortlich für diesen Ort. Das hat keine Auswirkungen auf die Mission. Das ahnen können. Wie konntet ihr euch nur an dieser wahllosen Grausamkeit beteiligen? Niemand hier hat euer Mitleid verdient. Spart euch das für die auf, die in Cyrodiil abgeschlachtet werden. Ihr könnt das dem Spitzenrat erläutern, falls ihr vergessen habt, ihn darüber zu unterrichten, was ihr hier getan habt. Lucilla, das wird nicht so ablaufen, wie ihr denkt. Letzte arkane Matrix wiederhergestellt ist, müsst ihr sie nur noch mit dem verbleibenden Wächterstein verbinden. Wir sind so dicht davor. Der Wächterstein des grimmen Wärters ist wieder verbunden. Sobald ihr bereit seid, präpariere ich den Stein, damit ihr ihn beschwören könnt. Seid bereit, euch einem wahren Sturm an Klingen zu stellen. Sonst wird der grimme Wärter euch im Nu vernichten. Wenigstens kann ich jetzt dafür sorgen, dass es euch erkennt. Thank you.
Ich werde sie aufhalten. Schaltet dieses Ding aus! Möge diese Welt zur Ehre Meru des Dagons zerschmettert werden! Die Legionen von Fürst Dagon werden euch überwältigen! Ich dachte nicht, dass wir das überleben. Hätten wir ja auch fast nicht. Wer sagt, dass sie es nicht wieder versuchen, solange es diesen schrecklichen Ort gibt?